Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Channel. Im heutigen Video wollen wir uns mal mit den Pitt Graphit Matt Bleistiften von Faber-Castell auseinandersetzen. Hier seht ihr das große Set von den Graphit Matt Stiften. Und zwar sind darin enthalten 8 Bleistifte in zweier Abstufung von HB bis 14B. Zudem ist darin enthalten ein Papierwischer, ein Radiergummi und ein Anspitzer. Und ich werde sie heute ein wenig mit den 9000er Bleistiften vergleichen. Und dafür habe ich mir ein kleines Formular bereit gemacht, was wir gleich ausfüllen werden. Im Großen und Ganzen unterscheiden sie sich optisch einfach nur in der Farbe und darin, dass die 9000er Bleistifte glänzend sind und die Pitt Graphit Matt eine matte Lackierung haben. Nun kommen wir zu meinem selbstgestalteten Vergleichsblatt von den Pitt Graphit Matt und den 9000er Bleistiften von Faber-Castell. Nun zeichne ich erstmal jeden Härtegrad auf, einmal von dem Pitt Graphit Matt und danach von den 9000er Reihe. Damit möchte ich einfach schauen, wie dunkel werden die verschiedenen Härtegrade, wie zeichnet es sich damit. Und ich möchte natürlich sehen, ob die Pitt Graphit Matt ihr Versprechen halten und wirklich matt sind. Was mir zudem aufgefallen ist, dass ich mit der 9000er Reihe das Gefühl hatte, ein wenig auch feinere Linien zeichnen zu können. Aber dazu müsste man einfach noch mal ein bisschen mehr damit zeichnen, um zu schauen, ob das mit dem Pitt Graphit Matt nicht auch möglich ist. Und wie ihr hier seht, halten sie ihr Versprechen, sie glänzen nicht ansatzweise so viel wie die 9000er Reihe. Natürlich muss man immer sehen, dass zum Beispiel auch wenn man mit Buntstift stark aufdrückt, haben die auch einen gewissen Glanz und ungefähr so ist dieser Glanz dann auch bei den Pitt Graphit Matt. Nun habe ich gedacht, mache ich mal einen Vergleich von meinen dunkelsten Stiften, die ich habe. Einmal von der 9000er Reihe ist das ja wieder der 8B, von den Pitt Graphit Matt Stiften der 14B, was wirklich schon sehr dunkel ist. Also es ist auf jeden Fall dunkler als der 8B von der 9000er Reihe und ungefähr gleich fast mit einem schwarzen Polychromos. Und hier seht ihr auch, dass der Glanz von den Pitt Graphit Matt ähnlich wie den von den Polychromos sind. Und dass die 9000er Reihe deutlich mehr Glanz hat. Auch hier oben sieht man das nochmal relativ gut im Vergleich. Nun wollte ich natürlich noch schauen, wie gut die Stifte sich verblenden lassen im Vergleich. Und zwar ist mir da schon mal aufgefallen, dass die matten Bleistifte sich, finde ich persönlich, nicht so gut verwischen lassen wie die 9000er Reihe. Wie gesagt, das sind meine Erfahrungen damit. Für mich persönlich ist das nicht sehr relevant, weil ich selten mit Verblenden arbeite oder dass ich die Bleistifte verwische. Aber ich wollte das trotzdem mal hier erwähnt haben für den Fall, dass es für jemanden wichtig ist. Also natürlich ist das Verblenden und Verwischen möglich, aber ich finde nicht so leicht wie mit der 9000er Reihe. Kommen wir zum Radieren. Und zwar habe ich mir da einfach den hellsten Bleistift genommen und den 8B, damit ich halt auch einen Vergleich habe von beiden Stiften. Da es bei der 9000er Reihe ja nur bis 8B geht, habe ich auch bei den Pitt Graphit Matt den 8B genommen, um das halt genau vergleichen zu können. Zudem verwische ich auch nochmal die untere Hälfte, um einfach zu schauen, ob das vielleicht irgendeine Auswirkung auf das Radieren hat. Die Radierung mache ich jetzt mit einem runden Mono-Zero-Radierer und ich finde, bei den HB-Bleistift
sieht man schon ein wenig, dass sich der Pitt Graphit Matt nicht so gut radieren lässt wie die 9000er Reihe. Aber beim Härtegrad 8B, finde ich, sieht man da eigentlich gar keinen Unterschied mehr. Aber wie gesagt, bei HB sieht man, finde ich, schon einen deutlichen Unterschied. Hier seht ihr das komplette Blatt nochmal im Überblick. Ich finde, hier auf den Gesamtüberblick kommt das nochmal sehr zur Geltung, dass die matten Bleistifte eben nicht so glänzen wie die 9000er Reihe, sondern eher wie zum Beispiel Buntstifte, wenn man sie stark aufgedrückt hat. Das liegt aber dann eigentlich daran, dass das Papier halt gesättigt ist und deswegen so eine glänzende Oberfläche entsteht. Aber sie reflektiert halt nicht so stark. Nun habe ich zweimal eine Blume mit dunklem Hintergrund gezeichnet. Einmal hier mit den matten Bleistiften und später auch noch mit den 9000er Bleistiften. Einfach damit ich mal direkt hintereinander damit zeichne, um zu schauen, ob das wirklich sehr viel anders ist, das Arbeiten damit, und wie viel Unterschied da so ist. Ich muss sagen, das Zeichengefühl mit den Pitt Graphit Matt ist gar nicht so stark anders, was ich natürlich sehr erfreulich finde. Nur bei den 12 und 14b, finde ich, merkt man das schon ein wenig, dass es ein bisschen anders ist, als mit einem normalen Bleistift zu arbeiten. Aber für mich persönlich hält sich das auf jeden Fall noch im Rahmen. Bisher finde ich das Zeichnen damit relativ angenehm. Man kann damit gut schattieren und mir persönlich fiel das damit ein wenig leichter, auch wirklich weiche Schattierungen zu machen. Vielleicht liegt das aber auch daran, weil ich hatte ja vorher erwähnt, dass man mit den 9000ern so ein bisschen feinere Striche machen kann, dass das jetzt diese Tatsache ein wenig begünstigt, dass ich damit weicher schattieren kann mit den matten Bleistiften. Wie gesagt, im Großen und Ganzen gefallen sie mir recht gut. Ich werde diese Bleistifte auf jeden Fall auch weiterhin verwenden und die mal auch in richtigen großen Zeichnungen einsetzen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich dann hauptsächlich auch nur dann mit den Pitt Graphit Matt arbeite und nicht so einen Mix mache. Aber das muss jeder selber wissen. Und hier seht ihr nochmal unten die 9000er Reihe und oben die Pitt Graphit Matt Zeichnung. Und da seht ihr, wie stark das vor allen Dingen beim Hintergrund reflektiert. So, und ich hoffe, ihr habt jetzt so einen kleinen Einblick über diese beiden Bleistifte bekommen. Ich hoffe, es war ein wenig hilfreich für eure Entscheidung, welche ihr vielleicht nehmen sollt oder ob die Investition in die Pitt Graphit Matt für euch lohnenswert ist. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da und für mehr schaut auf meinen Channel vorbei. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin kreativ. Tschüss!